Yo Leute, Schroffi hier, es ist Sonntag, es ist Boruto-Zeit, es ist Boruto-Folge 82 Review-Zeit und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich nicht der allergrößte Fan bin von dem Arc hier, das habe ich ja schon sehr, sehr oft gesagt, aber ich sage euch eine Sache, dieses scheiß OST, was ungefähr so gegen Ende der Folge kam, beziehungsweise so, ich glaube, 7 Minuten vorher, was wir auch bei Momoshiki gehabt hatten. Wenn ich das OST höre, ist es egal, über was die reden. Die können sogar über das Burger-Essen reden. Ich bekomme da eine scheiß Gänsehaut. Dieses OST, das Musikalische, ist so verdammt gut. Also, Chapeau an Boruto. Dieses OST ist der Hammer. Ich habe das damals schon so gefühlt, aber dieses Mal richtig krass. Also, das OST ist einfach, das ist zu geil, muss man sagen. Der Soundtrack ist on point. So, jetzt kommen wir mal zu der Folge und ich finde es halt lustig. Also, ich finde es halt wirklich mittlerweile lustig, dass die Writer der Show einfach die gleiche Meinung haben wie ich, dass halt immer davon gesprochen wird, dass Inujin einfach ein Charakter ist, der, ja, wie soll man sagen, der keinen Platz in dieser Story hat. Inujin hat einfach keinen Platz in dieser Story. Er wird einfach wieder mal rausgeschrieben. Es wird gesagt, dass er aufpassen muss und deswegen macht er ja die Fliege. Dann kommen wir zu der Konoha-Residenz und da sagt Shikamaru, als Konohamaru sich einmischen wollte und diese Mission haben wollte, sagte Shikamaru vor dem Gespräch, wir dürfen nicht erlauben, dass jemand, der sich gegen uns stellt, ohne Strafe davonkommt. Und da dachte ich mir, okay, Shikamaru, ich meine, das macht Sinn, das macht auf jeden Fall Sinn. Es macht auch Sinn in dem Beispiel, was ich droppe, aber ich fand es trotzdem ein bisschen merkwürdig, dass er das so formuliert hat. Und zwar, ich meine, Sasuke hat ja auch einiges getan, was vielleicht nicht so positiv war für das Konohagakure-Dorf. Und er hat ja irgendwo doch seine Strafe bekommen. Wir wissen alle, dass Kakashi gesagt hat, dass Sasuke nur so davon gekommen ist wegen Naruto, der ein Kriegsheld ist, und wegen Kakashis Position. Ich fand es trotzdem lustig, dass er es so gedroppt hat, als hätte Mitsuki irgendwie ein neues Akatsuki gegründet oder so. Also es war jetzt nicht irgendwas, was unlogisch war. Ich fand es persönlich einfach nur lustig, dass es so formuliert worden ist. Wie dem auch sei, Konohamaru the Boss. Also Boruto lebt von Boruto. Also, wie gesagt, der Charakter Boruto ist echt cool. Der ist wirklich ziemlich, ziemlich cool, wie ich finde. Und der passt auch in diese Art von Serie sehr gut rein. Darüber hinaus haben wir Konohamaru. Und Konohamaru ist ein Charakter, den kennen wir fast so lange, wie wir Naruto kennen. Ja? Er war, glaube ich, Kapitel 2 oder 3, oder war sein erster Auftritt. Und Konohamaru war immer ein Charakter, der nicht so wirklich berauschend war. Aber er hatte den Kampf gegen Pain gehabt. Er hatte eine gewisse Bindung gehabt mit Ebisu und Ebisu war auch irgendwie cool damals, muss man sagen. Also gegen Pain, da hat er auf jeden Fall einen geilen Moment gehabt. Und Konohamaru ist uns allen sehr, sehr ans Herz gewachsen. Mit Boruto hat man auf jeden Fall einen Konohamaru, der Spaß macht. Einen Konohamaru, der wirklich so an Asuma erinnert, an den dritten Hokage erinnert und auch sein eigenständiger Charakter ist. Und deswegen ist Konohamaru auch einfach so toll in dieser Serie. Und Konohamaru ist so ein bisschen die Version von Naruto, wenn er Jonin geworden wäre, wenn wir diese Story gesehen hätten. Deswegen finde ich das Ganze um Konohamaru sehr, sehr cool. Wie ich auch mal gesagt habe, der neue Kakashi quasi. Und wie er hier reinstirbt, einfach sehr, sehr gut gelöst. Ich finde, dieses ganze Drama um Konohamaru und eben das Mitsuki, der Sohn von Orochimaru, also Sohn in Anführungszeichen, das finde ich sehr, sehr gut. Und ich hoffe sehr stark, dass das vielleicht später im Manga auch irgendwann mal richtig behandelt wird, weil das könnte eigentlich ein sehr, sehr abgefahrener Storystrang werden, wenn Konohamaru auf Orochimaru trifft. Das könnte wirklich sehr, sehr cool werden. Hier sehen wir, dass Konohamaru sich aufmacht undercover und das ist eigentlich auch interessant, auch wenn es ein Arc ist, der nicht so enorm story-relevant ist. Und zwar macht die Naruto hier sehr, sehr stark klar, hey, du musst als verdeckter Shinobi da hingehen, weil wir können nicht noch mehr Konoha Ninja dahin schicken. Und wenn du aufgedeckt wirst, wird das ziemlich krasse Folgen mit sich bringen. Denn was würde Naruto denn sagen, wenn ein ja, Ninja aufgedeckt wird, ein Konoha Ninja oder Shinobi, dann würde es halt sehr, sehr stark danach aussehen, dass Konoha spioniert und das würde eben, ja, Kriegsfolgen mit sich bringen können. Also ziemlich cool, fand ich, dass man diesen Aspekt auf jeden Fall hier nicht vergessen hat. Und die Sache ist die, warum lässt Naruto Konohamaru gehen? Ganz klar, Naruto weiß ganz genau, hey, ich selber würde auch gehen, deswegen ich kann Konohamaru hier nicht aufhalten, ich muss ihn gehen lassen. Und das Vertrauen von Naruto und Konohamaru ist unglaublich stark. Und da muss ich auch wieder sagen, ich hoffe sehr stark darauf, dass wir irgendwann mal einen richtig, richtig krassen Kampf bekommen. Und allgemein, dieser Satz von Kawaki aus Kapitel 1, wo er gesagt hat, ich werde dich dorthin schicken, wo der siebte ist, suggeriert ja, dass mit Naruto irgendwas passiert ist. Und die Reaktion von Konohamaru darauf zu sehen, einfach nur Gold. Also, sobald Boruto in die Timeskip-Phase geht, wird so viel kranker, geiler Shit auf uns zukommen. Also, das muss ich hier immer wieder betiteln, dass ich mich sehr, sehr, sehr stark darauf freue, muss ich hier ehrlich sagen. Wie dem auch sei, wir machen weiter und zwar, man kann auch hier sagen, Konohamaru mit der Anbu-Maske so ein bisschen wie seine Eltern, die in dem Databook mal bestätigt worden sind, Anbu-Mitglieder gewesen zu sein und auch auf der Statue von seinem Großvater Hiruzen Sarutobi, der dritte Hokage, der Professor der Shinobi, der Gott der Shinobi nach Hashirama, komisch, aber war so. Also der Titel wurde ihm so gegeben, sehr, sehr cool, wie ich fand. Iwagakure, ja, ich habe es ja oft schon gesagt, also jedes Dorf außer Konohagakure ist einfach ein Dorf, was
lame ist. Also, die sind halt einfach irgendwie alle arm. Die kommen jedenfalls alle arm rüber. Sunagakure ist eine krasse Baustelle. Das Dorf ist einfach eine riesengroße Baustelle, ja. Und Iwagakure scheint jetzt nicht so krasse Vorsichtsmaßnahmen zu haben, wenn da jeder einfach rein und raus kann, wie er möchte. Besonders über diese Pipes da, was ja in dem Naruto-Universum nicht schwer ist, weil welcher Shinobi kann das nicht, diese Pipes hochklettern. Und bei Konoha wissen wir, kleiner Manga-Spoiler, ist aber nicht wirklich gravierend, bei Konoha wissen wir, dass Konoha eine Wand hat, dass die spüren, wenn Chakra oder wenn fremdes Chakra rein und raus geht. Ja, so krass ist Konoha gesichert und da müsst ihr mal einfach Iwagakure als Kontrast sehen. Das ist schon irgendwie lustig, muss man sagen. Aber das ist die Szene, wir gehen erstmal auf den besten Mann ein und zwar Akuta oder wie ich ihn auch getauft habe, Hunter ist wieder hier in dieser Folge und was soll ich sagen, der Typ ist einfach zu lustig. Also ich muss wirklich sagen, der Typ ist zu lustig und er wird doch umgetauft und zwar nicht in Hunter, sondern in Ak-Kun, passt aber zum Namen, muss man sagen. Und ja, wir sehen, dass er halt ein Tier quasi auffindet, was gestorben ist, vielleicht hat es auch getötet, hat man nicht genau gesehen, es wurde beerdigt und ja, hat so einen kleinen Mehrwert für eben die jüngeren Zuschauer, fand ich hier, und das hat man eigentlich in Ordnung gelöst, wie ich sagen muss. So, Shoujo hat dann Hunger, wir sehen eine große Comedy-Relief-Szene, dass wir das bekommen, dass gesagt wird, oh, Shoujo, du hast etwa eine Idee, und dann, nee, ich habe nur Hunger, ich habe nur Bauchschmerzen und einen auf den, wir dürfen nicht auffallen, und dann, ja, knurrt halt ihr Magen, also, weiß ich nicht. Ich hätte das lustig gefunden, wenn ich vielleicht ein bisschen jünger gewesen wäre, aber ist an sich nicht schlimm, muss man nicht sagen. Wie dem auch sei, wir haben dann diesen Laden, diesen Onoki-Fanclub und dort sehen wir, dass Shika da schon Schlitzohr ist, denn er bekommt die Information von dem alten Sack raus, wo Onoki sich aufhält. Also auch hier ein bisschen dieser Joke, dass man halt alte Männer reden lässt, wenn sie halt von irgendwas schwärmen, weil sie dann viele Informationen rausgeben. Also sehr, sehr cool an der Stelle. Die gehen dann weiter und wir sehen Akatsuchi, den Ehrenmann, den hat man vielleicht nicht so krass im Blickfeld, aber das war derjenige, der immer mit Kurotsuchi gegangen ist. Also Kurotsuchi und Akatsuchi in Naruto waren ja nicht großartig bewandert, deswegen waren die jetzt nicht wirklich Charaktere, wo man sagen würde, okay, oh, die kenne ich noch, die waren ziemlich cool. Aber hier, Akatsuchi war ziemlich, ziemlich cool und ich mag irgendwie diese Interaktion zwischen ihm und Boruto, weil das so ein bisschen zeigt, was Naruto einfach für ein Typ ist, wie sehr er gewertschätzt wird, dass halt ja von Boruto nur Gutes angenommen wird, weil er eben Narutos Sohn ist. Und das ist wieder diese Sache, was Boruto so verdammt gut machen kann vom Potenzial her. Weil, überlegt mal, jeder Einzelne, auch Onoki und nicht nur dieses Dorf, sondern die ganze Naruto-Welt, also jeder von denen weiß einfach, Naruto ist der Kriegsheld. Sasuke natürlich auch, aber Naruto ist so dieser größere Kriegsheld. Naruto ist der Kriegsheld. Naruto hat die Welt gerettet. Naruto ist aber der Größte, muss man hier sagen. Und deswegen hat Boruto logischerweise auch einen sehr, sehr guten Ruf. Und jetzt überlegt mal, was würde wohl passieren, wenn Boruto für einen kurzen Teil der Geschichte den dunklen Pfad folgt. Wenn Boruto, oder wenn die Leute glauben, dass Boruto ja ein absoluter Ninja wird, was würde das aus dieser Welt machen? Das wäre so ein krasses Bild. Boruto könnte sich nirgendwo mehr blicken lassen. Es würde so eine interessante Story erschaffen. Also ich freue mich da so verdammt krass drauf, muss ich sagen. Wir sehen dann, dass Onoki an dem Ort ist von Pokémon Pearl. Also das Ende, das sah fast 1:1 aus, muss ich sagen. Fand ich auch sehr, sehr lustig. Und wir sehen seinen Sohn. Und zwar Lord Ku wird revealed. Und ich muss sagen, das fand ich tatsächlich ziemlich interessant. Und zwar, wir sehen Lord Ku, dass er revealed wird. Wir sehen, dass Onoki erstmal in ein böses Licht gerückt wird, dass er der Antagonist sein soll von diesem Arc. Haben die auch ganz gut gesetupt, wie ich finde. Ich glaube, wenn ich, wie gesagt, so 10, 12 Jahre alt wäre, würde ich das sogar abkaufen und würde denken, oh nein, was passiert jetzt, Onoki? So vom Prinzip her, also ist das gar nicht mal so schlecht gewesen. Wir sehen dann, dass es revealed wird, dass es, wie gesagt, der Sohn ist. Wir sehen eine Szene, wo er der Böse sein soll. Und hier ist die Frage, warum tut Onoki das? Weil das Onoki nicht wirklich böse ist. Ich glaube, das brauche ich euch nicht erzählen. Das ist ja mehr als realistisch oder das ist einfach klar, dass Onoki kein böser Typ ist. Besonders jetzt im hohen Alter wird er sich jetzt nicht dafür entscheiden. Auf jeden Fall wird auch in dem Preview suggeriert, dass es darum geht, dass man das Dorf retten möchte, dass man dem Dorf etwas Gutes tun möchte. Was eine Idee wäre, und zwar, wir haben diesen kleinen Jungen bekommen, Kotsuchi, und der ist gestorben. Das wurde uns als Setup für diesen Arc hier erzählt. Wir haben Mitsuki. Mitsuki ist ein künstlicher Mensch, der von Orochimaru geschaffen worden ist. Topschnittkopf und seine Gruppe sind auch Menschen, die künstlich erschaffen worden sind, aber nicht so wie Mitsuki sind, also nicht perfekt sind. Die haben noch Fehler. Wir haben die Akuta, die auch ebenfalls damit reinspielen können, dass sie halt durch Menschen geschaffen worden sind. Vielleicht waren sie sogar die Prototype. Von der Topschnittkopf-Gruppe wäre auf jeden Fall hier auch eine Idee. Das könnte eben heißen, dass sie wollen, dass man eben Menschen erschaffen kann, dass man künstliche Menschen erschaffen kann, dass man eine Art Zetsu-Armee schaffen kann. Und Onoki könnte dadurch geködert sein, weil eben gesagt wird, dass Kotsuchi halt wieder erschaffen werden könnte. Also, was ich ansprechen möchte, der Plot hört sich sehr, sehr stark nach dem Plot an mit Tsunade und Orochimaru. Bei Tsunade war
war es ja auch so, dass sie halt ihren Bruder und dann wieder haben wollte und deswegen hat sie sich fast auf Orochimaru eingelassen. Sie wollte ihn heilen, hat sie dann aber nicht getan. Das könnte so eine Art Plot hier in dem Zusammenhang sein. Die Preview wirkt aber sehr, sehr friedlich und nett, also dass die Charaktere miteinander reden. Also bin ich da nochmal ein bisschen nicht ganz sicher, ob es diese Richtung gehen wird. Ist aber sehr wahrscheinlich, dass es so dazu kommen wird, dass man halt diesen Tsunade-Orochimaru-Plot nochmal hier hat. Besonders weil dieser Arc eben eine sehr, sehr starke Hommage ist an diesen Sasuke-Rettungs-Arc, denke ich, wäre das hier auf jeden Fall eine Sache, die man durchaus annehmen könnte. Also ja, kann doch gegen Ende noch sehr interessant werden, aber allgemein war das wieder so eine Folge, die mehr basic war, muss man hier auf jeden Fall sagen. Ich bin trotzdem gespannt, wie das Ganze jetzt weitergehen wird und ja, Leute, was soll ich sagen? Es wird ein langer Arc, aber wir haben die V-Jump Leaks, das heißt, wir haben auch bald Manga-Action. Wie ihr wisst, ich habe momentan einen Strike auf diesem Kanal wegen einer Boruto-Manga-Review, das heißt, ihr werdet von mir keine Manga-Review bekommen. Ich werde über den Manga reden in einer anderen Form. Ich werde mehrere Themen aufgreifen und dazu dann ein Video machen, aber eine klassische Manga-Review gibt es von mir leider erstmal nicht. Deswegen schauen wir mal, wie das in Zukunft sein wird. Wie dem auch sei, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen von dem Video hier. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr stark über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo auf den Kanal. Ich bin damit raus. Bis dahin, haut rein!